Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozen Flame mit der Hildegard. Hallöchen. Ja, wir haben uns richtig schick gemacht heute, denn wir wollen, kurz mal einen Blick auf die Map werfen, wir wollen hier auf die Insel. Wir suchen das Fell für eine Trommel, dafür müssen wir ein Pestwildschwein erlegen. Und ich glaube, der Gute hat uns gesagt, dass wir, was sollen wir kochen? Oder was haben wir schon gekocht? Er sprach von einem Rezept und man bräuchte dafür nur einen Giftpilz und einen Käfer. Und da kommt so eine Suppe raus. Ich habe mal die Suppe auch eingesteckt, aber auch beides unverkocht. Weil mit der Übersetzung ist es ja manchmal so eine Sache. Und nur weil er von Rezept spricht, bevor wir dann hin und her müssen. Ich habe mal alles dabei. Finde ich gut. Ich bin schon mal auf dem Weg hier zum Wirbel. Bin schon oben. Ich habe hier schon, mit Papa Wildschwein eine kleine Auseinandersetzung. Papa Wildschwein ist plötzlich verstorben. Oh je. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Da ist noch ein Eiselbröckle, das würde ich vielleicht noch schnell mitnehmen. Ein Bröckle? Ja. Hier ist ein Boot. Waren wir auf der Insel schon? Ich glaube ja, gell? Gute Frage. Sie kommt mir bekannt vor, aber es kann auch sein, dass ich mal Outtake schon kurz hier war. Wobei, sie ist auch aufgedeckt, ne? Aber hier ist noch so eine Wurzel und da sind so Ranken davor und da sehe ich an der Kiste, dass ich die noch nicht. Dann komme ich doch mal zu dich gefliegt. Ja, komm zu mich gefliegt. Super, Richie. Und hier, hier ist noch eine Tafel, die ich noch nicht gelesen habe. Also insofern. Wo bist denn du? Nee, irgendwie. Ach, da an bist du. Ja. Ich hatte gehofft, dass ich noch blaue Steine kriege. Ah, und eben habe ich auch einen bekommen. Oh. So, dann mache ich mal hier das Wurzelwerk weg. Ach, nicht schlecht. Ach, super. Das ist perfekt für uns. Warst du da hinten bei diesem Steingebilde schon? Ich weiß nicht, was du mit Steingebilde meinst. Nee, warte, halt. Hier ist noch eine Tafel. Bevor du woanders hin aufbrichst, komm mal zurück. Nee? Oh, du alter Pilzsammler, ich seh's genau. Ich fang schon mal an vorzulesen. Mhm. Aus dem Tagebuch eines Magisters des Ordens der Schöpfer. Gestern sah ich mit eigenen Augen einen Spalt. Der Hammer. Die Verfluchten töteten den Drachen Horus und das Firmament des Landes wurde aufgerissen. Die Berge, Täler und Wälder wurden in die Luft geschleudert. Die Wiege der Hüter steht nun auch am Himmel. Das ist monströs. Finde ich auch. Schon eine Frechheit. Ja. So, und jetzt zum Steingebilde. Ja, sind hier viele Pilze. Mhm. Habe ich auch schon gedacht. Wow. Noch mehr Pilze. Oh, da ist eine sprechende Kiste. Oh, und da sind ein paar Leute. Ja, ein paar Leute. Die werfen Steine auf mich. Ich hab's gesehen. Der Zauberer hat sich gerade aufgelöst. Wie aufgelöst? Der kann sich teleportieren. Oh. Oh, und oh. Ich bin tot, das gibt's doch nicht. Echt? Oh, er hat mich, als ich gerade was gegessen habe, hat er mir nochmal eingeheizt.
Also manchmal geht es echt unverhofft schnell in dem Spiel. Mhm. Mach dich fertig. Bist du noch fröhlich dabei, oder? Ja, ja, der eine mit dem Schild. Ja, der hatte wenigstens noch so einen Himmelskristall. Dass ich jetzt in der Situation draufgehe, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ich weiß nicht, wie voll dein Leben war, als du losgelegt hast. Also bei denen blocke ich aber auch ordentlich. Also, ja, mich hat der Feuerfuzzi dahin gerafft, nicht die anderen. Aber warum auch immer, jetzt werden mir die Fragezeichen wieder angezeigt. Hä? Okay, cool. Ja, nein, liebe Zuschauer, ich hatte das Problem, dass ich bei den Quests, der Necro musste mir immer sagen, wo wir hin müssen, weil diese Fragezeichen, die ihr bei ihm auf der Map seht, die waren bei mir einfach nicht. Und jetzt ist aber witzigerweise wieder da. Voll gut. Hast du auch 64 Münzen bekommen? Irgendwas paar 50. Ja, die Insel ist aber auch ganz schön, finde ich. Ja. Oh, da ist auch eine Tafel. Warte mal. So. Aus dem Protokoll des Erzmagisters des Ordens der Schöpfer. Nach der jüngsten dunklen Invasion belaufen sich die Verluste auf 10 Titanen, 3 Bastionen, 5 Steinelementare, 2 Eiselementare. Wir verlieren unzählige Menschen, Waffen und Rüstungen, aber gelobt sei Kronos. Es ist nicht meine Aufgabe, die Toten zu zählen. Wie konnte es so weit kommen? Der Orden der Verteidiger ist gefallen. Oha. Das klingt überhaupt nicht gut. Nee. Oh, da ist noch ein Knabberer. Was macht der hier? Ich laufe hier mal am Rand weiter, ne? Ich dass wir noch irgendwas vergessen. Ja, ich stehe hier gerade mitten auf der Insel, auf diesem Steingebilde und gucke runter. Und hier gibt es noch einiges zu klappern. Unter anderem noch so eine Steintafel oder so ein Altar, ähnliches Dings. Diese großen meint. Mhm. Und hier diesen Strahl, siehst du den auch? Mhm. Oh, hier gibt's noch Pilze. Oh, was war das für ein Geräusch? Hier ist ziemlich viel lila Nebel. Und oh, ja. Es ist giftig. Was? Giftig? Ja. Giftig? Oh, stimmt. Na komm, dann gehen wir mal zu dem Strahl. Ja, ich guck grad mal, habe ich was gegen Gift dabei zu essen? Natürlich nicht. Frühsud. Das hatte ich eigentlich für die Schweine dabei, aber vielleicht ist es trotzdem hier. Wobei, das nee, das ist hier für. Hier ist das mit dem Schwein, ne? Ach nee, stimmt. Ja, hier ist ja das Fragezeichen. Gut, dann platziere ich das mal, oder? Mhm. Ja. Giftwildschwein. Oha. Oder ist es ja? Ja, klar, es trifft mich natürlich trotzdem. Dieses Ding. Eitrige Haut habe ich bekommen. Warte mal, lass uns mal aus dem Giftbereich rausgehen und dann gebe ich dir das mal, damit die Zuschauer sehen, wie das aussieht. Diese grüne Haut, ja, die habe ich auch. Ach so, stimmt, wir bekommen das ja immer beide. Da denke ich manchmal nicht dran. Jetzt würde ich aber gerne noch da zu der Platte rüber, oder? Zwischen den dicken Borsten sickert eine zähflüssige Flüssigkeit hervor, deren stechender Geruch Übelkeit hervorruft. In den Händen eines geschickten Handwerkers kann es zu einem mächtigen Hilfsmittel gegen andere Gifte werden. Das klingt gut. Mhm.
Witzig, wenn man über das Giftgebiet fliegt, kriegt man keinen Giftschaden. Oh, guck mal, was man von hier wunderbar sehen kann. Sofort. Oh. Sieht geil aus, oder? Mhm. Da stehen sie und glotzen sie. So, ich würde mal hier mich an die Tafel machen. Gebrochenes Tal, Gedenkstätte. Der Drache Connors steht an der Spitze der Hierarchie. Er ist der älteste und weiseste von allen. Er hatte eine besondere Schwäche für uns Menschen und begann, uns als seine Kinder zu betrachten. Okay. Ja, das ist nett von ihm. Hast du die auch gelesen? Mhm. Sehr gut. Ich nehme hier und da mal noch welche von den Pilzen mit, wer weiß. Ja, man braucht die, glaube ich, auch für den für die Lebenstränke. Ich sammle hier gerade Eisen. An der einen oder anderen Stelle. Ah, du hast recht, man braucht die für die Lebenstränke, richtig. Ich habe die ganze Zeit überlegt, dass das sag mal für irgendwas außer zum Essen. Danke. Hirnknoten gerne gelöst, sehr schön. Ich tu mein Bestes. Ist das ein Haus da vorne? Das ist da, wo das Boot ist. Das Boot? Mhm, hier ist das Boot. Ah, oh, da ist ein Boot. Stimmt. Und da drin ist eine Kiestelle. Warst du schon bei der Küste? Ja. Ein Ausdauertrank. Tada. Ah, oh, hier ist auch ein Karren. Oh, da ist ein kleiner Ast im Dach. Hm? Ein kleiner, ja. Noch mal ein bisschen rum, um zu gucken, dass wir nichts vergessen. Macht es. Ansonsten könnten wir ja dann uns zu Holzherz aufmachen und in das Feld ziehen. Ich mach mal gerade noch die Dinger hier platt in der Hoffnung, die haben vielleicht Samen. Dann hole ich noch eine Wildschweinhaut für uns. Schade, kein Samen. Oh, hier gibt es noch von den Pilzen. Da hole ich mal noch. Wenn die sich schon anbieten. Ne? Guten Tag, Herr Pilzkopf. Ja, Schweine gibt es hier ein paar. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich hole auch mal noch. Weil wir brauchen ja auch unbedingt noch die Schweinehaut für die Stiefel und Co. Ne? Ah, stimmt ja. Die wollten wir auch noch machen. Hm. So, ein bisschen Fleisch gibt es auch noch. Fleisch. Ja gut, dann würde ich kurz ablegen und dann können wir mit dem Teleporter teleportieren. Du willst dich kurz ablegen? Ja. Da mache ich mit. Dann noch gleich. Ich glaube, da ist unser Zuhause. Flieg! Oh, du musst dich mal eine Weile fallen lassen. Das ist ziemlich creepy. Das mache ich immer. Echt? Mhm. Okay. Und das wäre auch das macht dieses Geräusch, ne? Ja. Auch von der Insel kannst du ja voll cool durchfliegen zu unserem Haus. Mhm. Hey. Oh, schon wieder ungebetener Besuch. Oh.
und hat mich gehauen. Frechdachs. Du paar auf die Nuss. Kommen wir denn da hin, wenn das jeder macht? So, Schweinehaut. Die grüne Haut nehme ich mal mit. Knochen dürfen hier rein. Ah, ich freue mich echt insbesondere über die Himmelskristalle, ne? Mhm. Sehr nice. Vielleicht für die Zuschauer kurz, die braucht man halt immer zum Einpflanzen, damit man halt hier diese Essenzen bekommt. Und das ist schon ein bisschen Mangelware, ne? Bisschen Mangelware. Braucht man die für die Kristallessenz und die Astralessenz? Ja, oder? Ich glaube, ja. Warte mal, ich kann es dir gleich ganz genau sagen. Nee, für die Astralessenz brauchst du den Samen und Eisenerz und für die Kristallessenz brauchst du den Himmelskristall. Ach ja. So, jetzt muss man mal kurz gucken, ganz viel Essenszeug habe ich. Den Ausdauertrank könnte ich mal mitnehmen. Hat ja nicht. Ja, gut. Was essen könnte ich auch mal, Mensch. Mal noch kurz eine Fischlasagne angestellt. Der Hilde versorgt uns wieder mit Leckereien hier. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wohin müssen wir denn? Wo ist er denn? Zum Brunnen. Wir müssen nach unten. Hä? Wieso sehe ich die jetzt nicht mehr? Echt jetzt? Ernst? Ja. Wir müssen... Warte mal. Ich mache eine Markierung. Dahin, wo die Markierung... Siehst du die Markierung? Ah, jetzt ist er wieder da. Also manchmal blicke ich es nicht. Aber gut, sei es drum. Man muss nicht immer alles verstehen. Boah, fast ins Loch gefallen hier. Bin ich mal gespannt, wie viele verfluchte Instrumente es tatsächlich gibt. Ja, ich auch. Und auch was für Instrumente es sind. Ja gut, das eine ist eine Flöte, die hast du im Rucksack. Ja, ich weiß. Und jetzt kriegst du eine Trommel. Ja, kriegen wir auch noch eine Gitarre oder eine Harfe oder... Ich dachte, du meintest die wir schon haben, dass du nicht weißt, welche das sind. Nein, lieber Neko. Oh, ich weiß noch, wie ich mich erschreckt habe. Wegen dem Holzkopf. So, willst du? Soll ich? Ich kann. Dann? Willkommen im Laden des weisesten Trankhändlers. Ein vertrautes Gesicht, hallo nochmal. Nach dem Brennen in meiner schönen spitzen Nase zu urteilen, hast du die Haut eines Giftschweins gefunden. Wundervoll. Gib mir die Haut und nimm im Gegenzug dieses wunderbare Musikinstrument, das du schlagen kannst oder auch nicht. Wie auch immer, nimm es. Du weißt doch, dass der Bade und seine Frau bei mir waren, oder? Sie wollten einen Trank gegen Flüche haben. Sie haben mir sogar ein Instrument gegeben. Aber anscheinend hat der Zaubertrank nicht geholfen. Das ist schade. Manchmal machen sogar die großen Fehler. Okay. Naja. So, dann hau ich ihm auch noch schnell das Zeug rein. Trommel und große Flammessenz. Ich will doch mal gucken, was verkauft er hier eigentlich? Energietrank-Bauplan. Kosten ja Spaß 500. Wir müssen auch mal mehr Geld kriegen irgendwie. Verfluchtes Tamburin. Eines der Instrumente des Baden, dessen Lederoberfläche dunkle Brandspuren von alchemistischen Tränken aufweist. Sobald du alle verfluchten Instrumente gesammelt hast, gib sie Kronos. Kronos. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Ach guck mal, die Quest ist jetzt aber weg. Wir könnten theoretisch einmal mit Kronos mal sprechen, oder? Bringt ja noch nichts. Wieso? Weil wir erst alle Instrumente sammeln sollen, oder? Ja, weißt du denn, wie viel es gibt? Nee. Wobei ich hier...
bevor wir zurückgehen, wenn du die Portalkern-Quest aktivierst, sehe ja jetzt wieder Fragezeichen, dann siehst du, dass direkt auf der Nachbarinsel eines wäre. Von daher würde ich da jetzt erst gerne hinfliegen. Oh, guck mal, diese Platte hier habe ich noch gar nicht gelesen, du. Wo bist du jetzt? Draußen vor dem Baum, ich bin die Pilze runtergelaufen. Die Drachen, die unsere ersten Stämme unter ihre Obhut nahmen, gaben uns die Gabe der magischen Flamme, dank derer wir Pilger große Wunder vollbringen und in Harmonie mit den Geistern von Arcana leben konnten. Ich hatte es noch nicht gelesen. Vielleicht hatte ich die vorgelesen. Das könnte sein, ja. So, jetzt lass mich mal. Hast du einen Marker gesetzt? Ach nee, ich sehe die Insel, die ist da, ja. Die ist da unten. Drüber. Oh, ist das die da unten? Ja, oder? Ja. Ach cool. Ah! Oh, mich hat ein Blitz getroffen, als ich da runtergeflogen bin. Hast du ihn von oben gesehen? Den Blitz? Nee, aber mich hat auch einer getroffen. Hui, ist aber auch verschickt, hier runterzukommen. Ja. Cool. Ach, das Spiel macht einfach Spaß. Hier ist das kaum hörbare Brüllen eines Drachen zu vernehmen. Da am Baum, da glitzert was. Ja. Oh. Hier wird so eine Kiste. Da müssen wir mal gucken, was wir hier opfern dürfen, wa? Haut vom Knabberer. Verdammt, ich habe nicht eine dabei. Ich auch nicht, ich habe die abgelegt. Ja. Klassiker, oder? Ja, gut, vielleicht gibt es ja auf der Insel welche. Mal gucken. Ich guck mal erst das Eisen. Oh, hier liegt auch eine Platte am Boden. Ich hinterlasse diese Tafel als Zeichen dafür, dass selbst die mächtigsten und weisesten unter uns sich manchmal in Monster verwandeln. So erging es meinem Meister. Zuerst verdrehte der Fluch sein Fleisch und trieb ihn in den Wahnsinn. Sein Schwert hätte beinahe einen kleinen Jungen umgebracht, der sich ihm in den Weg stellte. Wäre ich nicht gewesen, hätte die Sache ein tragisches Ende genommen. Also musste ich meinen Meister töten. Ich erstickte ihn im Schlaf mit einem Kissen, aber er starb nicht. Oh, was? Okay. Läuft hier voll, ha? Das ist ganz schön brutal. Mhm. Gucken, ob man da irgendwie hochkommt. Ist recht zerklüftet hier alles, ne? Mhm. Oh, Pilzen. Hey, den wollte ich gerade sammeln. Ja, du hast mir auch gesehen, dass ich da stehe. Such dir deine eigene Pilzfarm. Puh. Was? Puh. Ach so, puh. Ja. Tja, die Insel ist jetzt nicht riesig. Tja, dreimal Knabbererhaut, wa? Wäre gut. Die Frage ist nur, wo fliegen wir denn? Fliegen wir mal darüber zu dieser Burgruine, oder? Nach Osten. Das könnten wir mal machen. Wo bist denn du eigentlich? Wir müssen ich nur ein bisschen auf die Stein hier oben. Bisschen auf die Zeit achten. 24 Minuten haben wir. Burgruine. Burgruine? Ach, da drüben. Hm. Ja, nice. Ist auch total entspannt mit dem Fliegen irgendwie, gell? Ja. Oh, ein NPC gebrochenes Tal. Okay.
gerade ein Schwein gespawnt. Und ein Brunnen ist hier auch nochmal. Ach, ich sehe dich, guck mal. Ich fliege über dich. Ich sehe dich, guck mal. Ja, auf der Burg, oh, ganz oben auf der Burg ist nochmal so eine Kiste. Okay. So, erstmal die Tafel, ja. Ja. Drachen wurden für uns Menschen zu einem Objekt der Verehrung. Die ersten Kulte unserer Anhänger, die Orden, entstanden um sie herum. Es gab viele, viele Orden, aber unter ihnen ragten die Hüter, Sucher, Schöpfer und Verteidiger heraus. Ah ja. So, erstmal einen Schluck aus dem Brunnen nehmen, ne? Sprech mal mit dem Typen hier. Mhm. Lehm-Diodorus. Diodorus, der Archäologe, zu Diensten. Wenn du so freundlich wärst, mir zuzuhören, es wird nicht lange dauern. Weißt du, die Verfluchten mögen sie Millionen von Jahren leiden, stahlen etwas Wertvolles von mir, während ich mir die schönen Ruinen hier angesehen habe. Dieses Ungeziefer hat mein geschnitztes Holzlamm gestohlen. Es hat keinen Sachwert, jedoch großen persönlichen Wert für mich. Das Lamm hat für mich einen persönlichen Wert, ja, ich weiß. Es wurde vor langer Zeit von meinem Vater geschnitzt. Ich erinnere mich, dass meine Schwester Dora und ich wochenlang in einer alten Festung verschwanden. Und dann hat mein Vater diese Figur für mich gemacht, damit ich nicht so an Heimweh leide. Bitte lasst einen renommierten Archäologen nicht im Stich. Mhm. Das ist doch der mit seiner gehässigen Schwester, ne? Mhm. Gemein ist die zu ihrem Bruder. So, das Holzlamm. Mhm. Gehen wir noch schnell hoch oder machen wir das in der nächsten Folge? Oh nö, 2-3 Minuten haben wir ja noch. Gott, auf. Oh, nice. Hier gibt es diese Samenpflanzen. Ah, super. Die sind wirklich gut. Ja, sehr gut. Hau ihn. Oh, da hat er noch einen Kollege. Oh je. Wir müssen auch gleich mal gucken, wenn es nicht gleich Tag wird. Mhm. Dann brauchen wir ein Lagerfeuer, ne? Ja. Oder hast du keine Fackel? Ah, doch, stimmt. Du hast ja gesagt, dass es aufgeht. Hä? Wo ist er hin? Ja, ich höre ihn irgendwo. Hä? Siehst du ihn irgendwo? Nee. Ich hab hier mit seinem Onkel begegnet. Ach so. Bogenschütze, Mensch. So, Knöchelchen. Hier schon wieder so lebende Vasen. Oh. Mehr als eine? Ja.
Da kann man auch hochgehen, wo du bist. Okay. Mhm. Ist, glaube ich, von beiden Seiten, gell? Ja. Mhm. Ah, so ein blöder Zauber. Mhm. Ja. Achtung, noch einer. Ach, dann. Ja, mit der Fackel kann man auch kämpfen. Es geht. Aber die macht nicht so viel Damage, oder? Im Verhältnis zum Schwert 6 bis 18. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hier? 10 bis 13, immerhin. Ja, okay. Ich hätte gedacht, es ist schlechter. Das Dumme daran ist, wenn man rennt, steckt er die immer weg, ne? Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Schon den schon wieder hier. Wen? Oh. Hast ihn gar nicht gesehen. Nee. Jede Menge Vasen hier. So, jetzt sind wir bei 31. Jetzt können wir mal einen Folgenwechsel machen, oder? Eieiei, das machen wir. Genau, kurz in die Kiste reingucken, wenn du magst. Okay. Oh, aha. Ich habe einen Naturkristall gekriegt. Du auch? Mhm. Und ein hölzernes Lamm. Eine Miniaturschnitzerei, die in deine Handfläche passt. Ein Blick auf die verzweigten Hörner und die niedliche kleine Schnauze genügt, um dein Herz zu erobern. Auf dem Rücken des Lamms steht geschrieben: für Diodorus, in Liebe, Papa. Naturkristall. Naturkristalle werden zum Herstellen wertvoller Gegenstände oder zum Bau von Gebäuden benötigt. Okay. Ich habe der Vase mal noch ihr Geld abgenommen. So gut gemacht. Ja, prima. So. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Ja, bleibt uns weiterhin gesund, genießt den zweiten Advent und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao.